Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die TTB-Box von Sam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. TTB Limited Deluxe Box von Sam, das Ganze aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-weiße Box. Dann haben wir hier die beiden Herrschaften von der Rückenansicht abgebildet. Und dann haben wir hier so ein orangenes Viereck und darin lesen wir Sam. TTB, das steht für Two True Brothers. Und zwar haben wir hier links auf der Seite so eine schwarz-weiße Optik, so eine Zebra-Optik mehr oder weniger. Hier lesen wir auch nochmal Sam. Dann haben wir hier noch eine Nummer, also von Chimperator das Ganze, dass hier das Label über das Ganze erschienen ist. Und diese schwarz-weiß Optik zieht sich wirklich rundherum. Was spannend ist, dass dieses Schwarze so etwas glänzend ist. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs im Licht erkennen. Ansonsten haben wir hier auf der Rückseite die Tracklist. Und zwar haben wir hier 14 Tracks plus Instrumental CD und Remix EP. Und dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits zum Album. Gut, das Ganze eine reguläre Clubbox, bedeutet, wir machen das hier auf der Seite auf. Dann kommt uns hier einmal entgegen ein Shirt, dann die Remix EP, ein Poster und das Album in der Premium Edition. Von innen die Box glatt weiß und hier haben wir noch so einen Einleger, wo das Album befestigt war. So. Box zur Seite. Nachdem das Album noch in Folie ist, werden wir das mal rausholen. Aus der Folie befreien. So. Was ich euch jetzt vorenthalten habe, auf der Folie hat man natürlich noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Premium Edition inklusive Bonus Tracks und Instrumental CD. So. Also, so sieht das Ganze aus. Die CD im Standard Jewel Case. Hier an der Seite lesen wir den kompletten Albumtitel. Also TTB Two True Brothers. Premium Edition, hier nochmals TTB. Und dann haben wir hier das gleiche Cover wie auch schon auf der Box, allerdings ohne den Schriftzug darüber. Auf der Seite lesen wir ebenfalls wieder Sam TTB und auf der Rückseite haben wir dann 14 Tracks, also 12 Tracks plus 2 Bonus Tracks und dann noch eine Instrumental CD und hier die beiden jungen Herren abgebildet. So, wir haben einmal hier die gesamte Tracklist inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Dann hier einen von beiden abgebildet. So sieht das aus. Also einmal der Produzent und einmal der Rapper. Weitere Aufnahmen in Schwarz und Weiß. Und dann haben wir hier noch die Credits und eine Danksagung. Dickes Merci an. Zum Abschluss gibt es nochmal Sam. Die CD auch in dieser Schwarz-Weiß-Optik gehalten. TTB Premium Edition. So sieht die CD aus. Und dann haben wir auf der Rückseite die Instrumentals. So, dann haben wir diese Papphülle hier, dieses Digisleeve. Und hier lesen wir Sam Remix EP. Und zwar haben wir 10 Tracks an der Zahl. Und das sind allesamt Remix Tracks. Also 10 Tracks wurden hier nochmal in Remix-Versionen aufgelegt. Das ist jetzt interessant. Also die 9 Tracks hier auf jeden Fall vom Album, allerdings der hier, Nachtmensch, sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Eben, man kann sie auch sehen. Also bis auf diesen Track, Nummer 5 hier, sind alle 9 Tracks hier vom Album. Also Remix-Versionen des aktuellen Albums. Woher jetzt allerdings Nachtmensch kommt, weiß ich nicht genau. Eventuell vom Album Kleinstadtkids noch. Keine Ahnung. Also dieser Track ist hier spannenderweise auch mit dabei. So sieht dann die CD aus. Ebenfalls in Schwarz und Weiß. TTB The Remix EP.
Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und hier haben wir die beiden Herren wieder abgebildet im Hochformat. Chimperator live präsentiert Sam Brudis auf Tour. Tour Support Dachuan. So sieht das aus. Einseitig bedruckt im Hochformat. Rückseite weiß. Und dann haben wir, wie so oft in einer Box, noch ein Shirt mit dabei. Und dieses relativ klassisch gehalten in Schwarz und Weiß. Wir haben hier quadratisch dieses Schwarz-Weiß-Muster und in der Mitte lesen wir Sam. Das Ganze ist ein Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das Shirt aussieht. Und so sieht das Shirt dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit diesem Quadrat auf der Brust, mit diesem schwarz-weißen Muster und in der Mitte dieses Viereck mit dem Sam-Schriftzug. Von den Farben her klassisch in Weiß und Schwarz gehalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Design her jetzt nicht ganz so mein Fall. Und ich werde dieses Shirt eher nicht tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Die Remix-EP mit 10 Remix-Tracks drauf. Und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. TTB bzw. Two True Brothers von Sam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr Sam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.